Bitte, meine Damen, nehmen Sie doch Platz. Ich muss noch einen kleinen Moment Geduld bitten. Der Führer füttert eben noch seinen Hund. Er wird Sie in Kürze empfangen. Sagen Sie doch, ich meine, wie soll man denn, wie begrüßt man eigentlich den Führer? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, Heil, mein Führer. Was ist mit dem Mittlergruß? Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten, sondern eine Sekretärin. Am besten benehmen Sie sich ganz natürlich, möglichst unbefangen. Wollen wir sehen, ob er Zeit für Sie hat. Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Aber im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Margarete Lorenz, Heil, mein Führer. Und wo kommen Sie her? Aus Fulda, Heil, mein Führer. Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heil, mein Führer. Und das können Sie ruhig weglassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt am Main, mein Führer. Ich bin Johanna Potowski. Ich bin geborene Berlinerin. Um mit genau zu sagen, original aus Pankow. Hedwig Brandt aus Crailsheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Traudel Humms, ich komme aus München. Eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Humms, da wollen wir mal.